Hallo, mein Name ist Frank Elstner und ich melde mich am Weltparkinson-Tag und möchte mit Ihnen über Parkinson sprechen. Bis ich übrigens mal sprachlos werde, muss schon einiges passieren. Ein Neurologe in Baden-Baden, der hat es geschafft. Es tut mir leid, Herr Elstner, Sie haben Parkinson. Diese Diagnose haute mich vom Stuhl. Ich gehöre also zu 400.000 Menschen in Deutschland, die unheilbare Krankheit Parkinson haben. Bei mir begann eine Odyssee durchs Internet. Und glücklicherweise fand ich einen ganz wichtigen Satz sehr früh. Man stirbt nicht an Parkinson, sondern mit Parkinson. Das hat mich erst einmal wieder beruhigt. Ich habe Glück, weil ich spät erkrankt bin und meine Krankheit milde verläuft. Mit den richtigen Medikamenten, vor allem auch mit Sport und mit guter Ernährung, lebe ich ein ziemlich normales Leben. Ich kenne aber in der Zwischenzeit viele Menschen, die schlechter dran sind als ich. Jeder 10. Parkinson-Patient erkrankt sogar schon vor dem 40. Lebensjahr. Ihnen möchte ich sagen, verzweifeln Sie nicht. Suchen Sie sich Rat beim Neurologen. Sprechen Sie über Ihre Sorgen und Bedürfnisse. Nur dann kann er Ihnen auch helfen. Zum Schluss habe ich noch eine ganz persönliche Bitte. Wenn jeder nur 10 Euro an die Parkinson-Stiftung spendet, hätten wir eine große Summe beisammen, mit der die Forscher glauben, der Heilung einen großen Schritt näher zu kommen. Am liebsten möchte ich wetten, dass wir das gemeinsam schaffen und dass ich das vielleicht noch erlebe. Viele Parkinson-Kranke möchten nicht, dass andere Leute erfahren, dass sie diese Krankheit haben. Überlegen Sie sich das genau. Ich habe mit meinem Arzt lange darüber diskutiert und ich bin der Meinung, es hat mir geholfen, mit meinen Freunden und meiner Familie über die Krankheit zu diskutieren. Aber jeder muss wissen, was er für sich am besten ertragen kann.